Ach herrje, jetzt hat dieser verrückte Schweizer schon wieder ein Buch geschrieben. Und zwar wieder Schnitzen. Absolut Wahnsinn. Wenn du wissen willst, was das neue Buch von Felix Immler kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, das Buch, das neue Buch von Felix Immler. Und ich glaube, ich brauche ihn ja nicht vorstellen. Er ist eine Legende in der Bushcraft-Szene und zwar ist unser Schnitzkünstler. Und auf 182 Seiten, glaube ich, sind es, ja, so ungefähr halt, ja, hat er wieder unterschiedlichste Projekte zusammengestellt für dich zum Nachschnitzen. Und ich werde jetzt ganz einfach einmal aus dem Inhaltsverzeichnis kurz zitieren. Und zwar einen Fallschirm, einen Dartschirm, eine Rohrschleuder, einen indischen Flitzebogen, das ist interessant, eine Apfelschleuder, eine Schildflöte, eine Vogelpfeife, ein Katsu, das ist ja Katsu, wenn wir nachschauen, dann auf Seite 130 und so weiter. Aber er gibt nicht nur wirklich detaillierte Anleitungen, wie du schnitzen kannst, sondern es ist auch der eine oder andere Trick dabei. Zum Beispiel zum Spalten von Hölzern mit einem und Schweizer Taschenmesser, ganz klar. Und Felix, wenn du das Video siehst, ich habe mir ja die Bilder alle sehr genau angeschaut, ich muss da schon eins sagen. Alt bist du geworden, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Aber das nagt ja an mir auch der Zahn der Zeit. Aber umso öfter du Bücher magst, lieber Felix, umso cooler werden sie, umso lustigere Ideen hast du und umso kreativere Ansätze hast du. Und das finde ich toll und ist ja ganz logisch, wenn man ganz einfach die Erfahrung dann mit der Zeit schon hat, wenn man ganz einfach so vieles schon gemacht hat, dann kommt man auf absolut irre Lösungen. Und Hut ab, Hut ab. Wenn du jetzt zum Beispiel auch so etwas nachbauen willst, dann hast du da wirklich ganz genaue Anleitungen dabei, Tipps und Tricks, die da der Felix zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem Victorinox-Messer gibt. Es ist auch ein bisschen was über ja, eine Schildflöte und eine Gummipistole und lauter so Zeug, wie es halt ist. Ja? Aber auf was er eigentlich hinaus will, na, wo ist es jetzt? Er beschreibt wieder grundlegende Techniken. Ja? Hier zum Beispiel auch, wie man richtig schnitzt, ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema bei mir immer wieder. Auch etwas zum Thema Holz, wie man das bekommt. Und was jetzt neu ist, alle Projekte auf einer Seite mit den dazugehörigen QR-Codes. Und zwar QR-Codes zugehörig, was meine ich damit? Du hast einen QR-Code. Da kommst du dann auf ein Video, wo du das Ding, dieses Projekt in Aktion siehst. Es ist keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das nicht, aber du siehst dann, wie das sich drehen soll und wie das funktionieren soll, ist noch einmal ein Anhaltspunkt und ein zweiter QR-Code bei jedem Projekt mit einer PDF-Anleitung, die du dann, das ist so eine verschlüsselte URL, dann am AT-Verlag, da ist das nämlich rausgekommen, das Buch, ja, ganz einfach runterladen kannst, ausdrucken kannst, mit rausnehmen kannst, wenn du sagst, die will nicht unbedingt das gesamte Buch mitnehmen. Und ein letzter Punkt noch, was mir sehr gut gefällt, ist, Felix Immler geht auch immer wieder auf die Spezialitäten des Holzes ein. Er geht immer, er hat, und ich kenne ihn ja von früher, Felix, du läufst durch den Wald wie ein kleiner Lausbubs, wie man in Österreich sagt, immer mit großen leuchtenden Augen, wo ist irgendwas, was ich irgendwie verarbeiten könnte, und das findet man dann auch in diesem Buch wieder. Also ich kann es dir auf jeden Fall wärmstens empfehlen, ja, eh ganz klar. Link zu Amazon findest du, dort kann man das Ganze natürlich auch bestellen und ja, taugt man ganz einfach wieder. Und ich bin gespannt, wie viele Bücher du noch rausbringst, du Verrückter. So, ich mag dich jetzt um einen Kommentar bitten. Hast du schon ein Buch von Felix Immler? Kennst du dieses Buch hier zum Beispiel schon, ist ja schon einige Zeit jetzt am Markt draußen. Schreib bitte einen Kommentar, das wäre nett. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst, so wie immer. Ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Und einen Link unten zu meinen Büchern. Ich habe ja auch Bücher, 600 Survival-Tipps, die sind nicht so schön. Aber egal, Glocke drücken nicht vergessen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rosser, bis bald, ciao.